Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Helge Maus von der Firma Pixeltrain. In diesem Tutorial möchte ich gerne noch einmal auf das C-Motion-Objekt, was Sie neu in Cinema 4D Version 13 finden, eingehen. C-Motion kann man sehr einfach, wie Sie das bereits in einem vorangegangenen Tutorial gesehen haben, als Walkcycle-Designer einsetzen. Sie können aber mit C-Motion noch viel, viel mehr anfangen. Ein paar der Einblicke möchte ich jetzt in diesem Tutorial geben. Hierzu wollen wir uns zuerst einmal die grundsätzliche Funktionalität anschauen und dazu erzeugen wir uns vielleicht einfach mal ein Objekt, was wir ganz gut testen können, zum Beispiel eine Pyramide. Und diese Pyramide drehe ich einfach mal ein bisschen und richte sie auch ein Stück weit aus. Und nun wollen wir diese Pyramide nun bewegen. Hierzu können wir einfach unter Character uns ein C-Motion-Objekt abrufen. Achten Sie darauf, dass das C-Motion-Objekt von Natur aus erstmal deaktiviert ist. Das bedeutet, wenn Sie es jetzt anwenden, kann es eben passieren, dass Sie erstmal gar nichts sehen. Also daher aktivieren Sie es auf jeden Fall. Und nun müssen wir eine Verbindung zwischen der Pyramide und dem C-Motion-Objekt herstellen. Das macht man unter C-Motion, indem man hier auf Objekt wechselt und man kann nun Objekte hier per Drag-and-Drop in diesen Generator hier hineinziehen. Grundsätzlich brauchen Sie immer einen Punkt, an dem angefasst werden kann. Das können aber auch ganze Hierarchien sein. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel ein Nullobjekt hineinziehen, was als Root fungieren soll und darunter gibt es eben Kindobjekte, so können Sie das Root und die Kindobjekte hier anordnen und diese gegeneinander bewegen lassen. Spannende Geschichte. Wir haben also unsere Pyramide jetzt hier drin und diese Pyramide tut jetzt erst einmal in der Animation natürlich gar nichts und wir wollen jetzt gerne diese Pyramide bewegen. Hierzu wählen wir diese hier aus und haben nun hier einen ganzen Satz an Aktionen, die wir zuweisen können. Ich gehe hier einfach mal rein und sage, ich hätte gerne eine Aktion heben. Und Sie sehen, wir verändern die Position auf der Y-Achse. Nachdem Sie die Aktion gewählt haben, müssen Sie diese zuweisen, natürlich nur einmal. Und damit wird die Pyramide nun gehoben. Drücken Sie also Play, sehen Sie schon ein kleines Hüpfen unserer Pyramide. Jetzt wollen wir das natürlich noch anpassen. Wählen wir also das Heben aus. Ich vergrößere Ihnen das Fenster hier mal ein bisschen, damit Sie das etwas besser sehen können. So haben Sie nun hier unten eine Bewegungskurve. Diese Bewegungskurve ist Ihnen ja mit Sicherheit aus anderen Editoren aus Cinema 4D bekannt. Hier wurde auch die neue Spline-GUI verwendet. Hierzu gibt es ja bereits einen Film. Und wir können nun hier also die Bewegung anpassen. Zum Beispiel möchte ich hier einfach mal Punkte wählen und mit der Entferntaste hier rauswerfen, weil wir nur eine einzige Bewegung haben wollen. Und diese Bewegung geht zurzeit hier nur nach oben. Sie sehen, wir können also jetzt hier einen Wertebereich auswählen und das Ganze setzen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, so sehen Sie hier eine leichte Schwingung. Die Schwingungshöhe hier ist mit 1 tituliert. Das heißt, wir haben hier unter Heben einen Maximalwert und den können wir jetzt natürlich anpassen, damit wir eben diese Schwingung jetzt genau in der Range bekommen, die Sie hier haben wollen. Damit haben wir also unsere erste Schwingung definiert. Hier unten das sind -1-Werte. Wir können natürlich beide Werte hier wählen und nach oben ziehen. Das geht aber auch schneller in diesem Widget, indem man hier einfach diese gestrichelte Linie anfasst, damit die ganze Kurve proportional einfach skaliert. Und Sie bekommen also jetzt eine Schwingung zwischen dem Nullwert und eben dem +1-Wert. Jetzt wollen wir noch eine zweite Hebenbewegung einfach mal hinzufügen. Also wählen wir die Pyramide wieder aus. Heben lassen wir. Wir sagen wieder zuweisen. Reicht auch hier. Und wir deaktivieren mal unsere erste Hebenbewegung hier, indem wir hier hinten auf dieses kleine Icon klicken. Jetzt sehen Sie hier eine relativ flotte Schwingung, 5 cm. Und nun haben wir zwei Hebenbewegungen untereinander. Hier gilt natürlich jetzt eine Reihenfolge. Das heißt, würden wir beide Bewegungen nun aktivieren, so sehen Sie keinerlei Änderungen, als wenn wir das obere Heben nicht aktiviert haben. Das liegt einfach daran, dass das untere Heben über seinen Mischmodus absolut das obere Heben überschreibt. Das muss aber nicht so sein. Wir können entweder jetzt mit Mischen arbeiten, also wenn wir das auf 0 ziehen, so sehen Sie also noch unsere Schwingung, die wir hier oben definiert haben, oder eben die Schwingung, die wir hier unten definiert haben. Oder Sie gehen auf den Mischmodus, das ist sowas wie Ebenenmodi innerhalb von Photoshop, und sagen, wir wollen das Ganze zum Beispiel addieren. Das heißt, beide Bewegungen addieren sich nun auf. Genauso können wir sagen, sie subtrahieren sich voneinander oder sie multiplizieren sich, was natürlich eine sehr, sehr heftige Schwingung ergibt. Trotzdem können Sie natürlich immer noch hier mit Mischen arbeiten. So können Sie also auch mehrere Bewegungen miteinander vermischen und das ist natürlich animierbar, sodass Sie von einer Bewegung in eine andere übergehen können. Also gehen wir auf Absolut, wir haben zuerst eben diese Schwingung und dann animieren wir das in die feine Schwingung langsam über.
Damit haben wir die erste Aktion kennengelernt. Jetzt können wir natürlich reingehen und uns weitere Aktionen suchen. Es gibt zum Beispiel Drehbewegungen. Und das wäre also ein Drehen hier Y. Einmal klicken, Drehen ist da. Wir drücken wieder Play. Und die Hebenfunktion, die machen wir mal aus. Und Sie sehen, jetzt bekommen wir eine Drehung hier um die Y-Achse. Dabei gibt es natürlich wieder entsprechende Einstellungen. Also wie weit wollen wir drehen? Zum Beispiel 45 Grad Winkel wollen wir drehen. Und eben wieder diese Kurve, mit deren Hilfe man nun das Ganze eben anpassen kann. Dann können wir jetzt immer weitermachen und immer mehr dieser Elemente hier hinzufügen. Das werde ich jetzt aber mal lassen. Ich denke, das können Sie sich zu Hause selbst anschauen. Das Grundprinzip ist hier verstanden. Sie sehen, damit kann man also sehr schnell sehr komplexe Bewegungen abbilden. Jetzt ist das Schöne natürlich an diesem C-Motion, dass Sie diese Bewegungen, die Sie hier sozusagen programmieren und gegeneinander setzen können, dass Sie diese natürlich auch auf Character anwenden können. Und Sie haben das Rigging-System des neuen Character-Objektes in einem eigenen Tutorial von mir schon gesehen. Und wir wollen das nun einfach mal kombinieren. Hierzu lösche ich mein Setup hier einfach mal raus. Und stattdessen erzeugen wir uns einfach mal einen Character-Rig. Also wir gehen hier auf Character. Wählen uns diesmal mal was anderes aus. Sagen wir mal ein Reptil. Und Reptilien beginnen eben auch mit einer Hüfte, also ein Pelvis. Dann brauchen wir eine Wirbelsäule, ein Spine. Das kennen Sie bereits. Wir können hier festlegen, wie viele Bones Sie für das Spine verwenden wollen. Wir wollen also so, ja, vielleicht so eine Echse generieren und die soll sich eben auch im Körper gut biegen können. Dann können wir einfach sagen, 8 Bones wollen wir da haben. Dann soll diese Echse einen Schwanz haben, also ein Tail. Und ein kleines Tastenkürzel hier schon. Wenn wir auf dem Spine stehen und jetzt Tail klicken, wird der Tail hinzugefügt und wir stehen im Tail, um diesen eben weiterzuarbeiten. Wenn Sie aber verhindern wollen, dass Sie Ihre momentane Komponente verlassen, so können Sie einfach die Shift-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann klicken. Und so sehen Sie, bleiben Sie dort, wo Sie gestanden haben. Sie haben eben nur den Tail nun hier hinzugefügt. Und auch den können wir natürlich jetzt einstellen, ob Sie jetzt eine Echse haben mit ziemlich langem Schwanz oder kurzem Schwanz. Ja, gehen wir vielleicht hier ein bisschen mal runter. Nehmen wir vielleicht einfach 6 Elemente hier im Schwanzbereich. Jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Kopf haben. Auch der sitzt am Spine, also Shift gedrückt halten, Head anlegen. Damit haben wir einen Kopf. Und jetzt wollen wir natürlich Beine haben. Dafür gibt es hier in diesem Template Vorder- und Hinterfüße. Wir nehmen hier mal ein Frontleg und wir können, wenn Sie wollen, direkt die Apfeltaste oder Steuerungstaste gedrückt halten. Dann bekommen wir rechts und links gleichzeitig ein Bein zugewiesen. Aber da wir keine Shift-Taste parallel gedrückt hatten, stehen wir also auf den Beinen. Das macht aber nichts. Wir können jetzt hier direkt mal 10 hinzufügen. Also Shift-Taste gedrückt halten, 1, 2, 3, 10 hinzufügen. Und jetzt machen wir das Ganze noch für die andere Seite. Und Sie sehen, hier sind die 10 automatisch schon hinzugefügt worden. Das Ganze ist also gespiegelt worden. Bauen wir wieder unsere Wirbelsäule. Wo ist das Bein? Da oben ist es. Denn wir wollen natürlich auch Beine hinten haben. Also, Apfeltaste gedrückt halten, 2 Beine hinten und 1, 2, 3, 10 hätten wir noch gerne. Jetzt habe ich natürlich aus Versehen vergessen, die Shift-Taste zu halten, also Shift gedrückt und nochmal 1, 2, 3 und so bleiben wir nämlich dem Bein. Damit haben wir jetzt ein wahnsinnig tolles Rig geschaffen für eine solche Echse und jetzt wollen wir die natürlich ein bisschen zum Leben erwecken. Dazu brauchen wir ein paar mehr Bilder, also sagen wir mal 500 Bilder. Jetzt Play drücken, sehen Sie, da passiert noch gar nichts. Damit sich diese bewegt, können wir jetzt einfach hingehen und wieder ein C-Motion einsetzen. Wir gehen also nach Character, sagen wir wollen ein C-Motion haben, aber in diesen Templates steckt auch noch die Information, wie ein solches Rig geht. Das heißt, alle diese Rigs, die Sie hier unter Vorlage haben, haben sozusagen ein G-Profil mitgeliefert und wir können also dieses G-Profil direkt nutzen. Wir brauchen nur den Character hier auszuwählen, nach Animieren zu wechseln und dort Gang erstellen zu klicken. Und jetzt haben wir ein C-Motion. Und wenn wir dieses C-Motion auswählen, sehen Sie, voila, Sie haben schon das komplette Rig hier mit allen Controllern hineingezogen. Sie sehen hier jetzt so verschiedene Elemente. Wir haben hier einmal einen Master Controller für das Element. Wir haben dann den Chest Controller, der sitzt da vorne. Und dann haben Sie eben die Füße unter dem Chest Controller. Sie haben die Hüfte, darunter eben die Hinterbeine. Und das sind die Hierarchien, von denen ich eben vorhin gesprochen habe, dass Sie überlegen müssen, welches Element bewegt sich in Bezug auf was. Jetzt aber genug geredet, ich drücke einfach mal Play. Und Sie sehen,
Unsere Echse dribbelt schon fröhlich vor sich hin. Jetzt können wir das Ganze natürlich verfeinern. Zum einen haben wir hier oben natürlich die Schrittlänge. Die können wir mal ein bisschen ändern, damit diese Echse mal ein bisschen flotter wird. Vielleicht gibt es gerade Futter, also 15 cm Schrittlänge und Action. Und jetzt stiefelt die also mal fröhlich los. Das Ganze ist aber, ja, sagen wir es mal, jedoch noch sehr, sehr statisch und langweilig. Und eine Sache, die wir machen können, wäre, dass wir hier zum Beispiel einen Controller uns schnappen. Nehmen wir vielleicht diesen Master Controller hier mal. Und dem eine Hebenfunktion angedeihen lassen. Also wir heben den mal. Und das Heben müssen wir natürlich einstellen. 5 cm zurzeit. Mal schauen, was das macht. Yo! Und schon hebt dieser Master Controller. Aber wir sehen, das ist gar nicht das, was wir haben wollen. Denn wir wollen eigentlich gar nicht den Master selber heben. Also heben wieder wählen, entfernen. Und Sie sehen, das geht also wirklich sehr, sehr einfach. Wir gehen dann auf die Chest und sagen der mal, dass sie heben soll. Und wenn wir das machen, dann sehen wir schon ungefähr das, was wir haben wollen. Das passt schon. Aber ja, das muss jetzt natürlich angepasst werden. Also gehen wir jetzt hier hin. Ich klappe das Ganze hier unten mal zu. Sie sehen jetzt hier Ihr Lift. Aber die sind eben für die Beine. Also klappen Sie hier schön alles zu. Und dann sehen wir hier das Heben für diesen Chest-Controller. Und das wollen wir jetzt ein bisschen anpassen. Zum einen, was mich stört, ist, dass wir hier in den negativen Bereich gehen. Und zwar sehr weit. Das heißt, die Echse haut hier fast auf den Boden. Wir ziehen diese Unterkante einfach mal ein Stück hoch. Dann bleibt sie schön oben. Vielleicht so. Und dann wollen wir das gesamte Heben natürlich auch noch ein bisschen verringern. Sagen wir mal 2 cm. Ja, das wäre vielleicht so ganz nett. Und dann können wir dieses Heben, rechte Maustaste drauf kopieren. Nehmen uns den Hip-Controller. Rechte Maustaste drauf einfügen. Damit kommt also auch die Hüfte jetzt hoch. Wir haben also erstmal die gleichen Werte. Und wenn wir jetzt hier uns das Heben anschauen, dann können wir jetzt eben überlegen, wie dieses Heben dann eben von der Hüfte her funktionieren soll. Also wann das Heben einsetzen soll und wie es einsetzen soll. Das heißt, wir können hier zum Beispiel bei der Hip einfach mal hier hineingehen und die Phase mal ein bisschen verdrehen. Und Sie sehen, damit kriegen wir also auch so eine Wellenbewegung rein. Das Ganze können wir jetzt natürlich immer weitermachen. Wir können jetzt überlegen, dass wenn wir uns das Ganze von vorne betrachten, dass die Echse natürlich sich auch ein Stück weit drehen soll. Das wäre dann zum Beispiel ja auch wieder die Chest. Wir können jetzt hier überlegen, was wäre das für eine Drehbewegung. Also es wäre eigentlich eine Bank-Bewegung. Gerade schauen, wenn wir Neigen X hier mal wählen. Das mal zuweisen, unsere Chest. Dann drehen wir mal ein Stück und müssen natürlich hier, denken Sie dran, manche Splines sind hier noch auf 0. Dann sehen wir also, okay, das wäre jetzt eben diese Bewegung hier, das Neigen. Aber ich denke, Sie sehen, worauf ich jetzt hinaus will. Jetzt haben wir zwar ein laufendes Element, aber es läuft natürlich noch nicht irgendwo hin. Und jetzt kann man natürlich das ganze Teil anpacken und bewegen. Oder man geht einfach hin und sagt hier oben beim Gehen, dass es nicht statisch gehen soll, sondern geradeaus. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir hinten auch schon neue Elemente. Das lassen wir aber erstmal. Wir drücken auf Play und auf geht's. Jetzt haben wir also schon bald Jurassic Park. Wir haben also eine laufende Echse hier. Und wir können das Ganze aber auch noch an einem Pfad entlang machen. Jetzt brauchen wir einfach mal einen Pfad. Gehen wir also hin, zoomen dann ein bisschen aus, generieren uns hier vielleicht einfach mal einen Akima. Eine schöne runde Bewegung haben. Und diesen Pfad hier werden wir nun verlinken mit unserer Echse, beziehungsweise mit ihrer Bewegung. Wir wählen also C-Motion aus, sagen, dass wir einen Pfad haben. Und den Pfad können wir hier mit diesem Pick-Tool verlinken. Und schon geht's los. Wir können das uns also jetzt hier mal im Viewport wieder anschauen und mal auf Play drücken. Und Sie sehen, unsere Echse latscht nun in aller Ruhe hier los. Und damit diese Echse nicht ganz so sehr einschläft, gehen wir wieder an die Pfadlänge. Mal schauen, was so eine Echse mitmacht. Ja, wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, dass wir hier sie jetzt laufen lassen können.
Damit bekommen wir sie hier also beschleunigt. Jetzt können wir natürlich hier noch ein bisschen dran arbeiten. Ich gehe mal hier in der Route. Hier können wir nämlich jetzt noch einstellen, wie letztlich diese Bewegung nun vonstatten geht. Ich denke, ich nehme den Pfad hier einfach nochmal raus und wir stellen unsere Bewegung mal wieder vorwärts ein. Geradeaus. Da ist sie. Und wir legen nun einfach mal diese Echse was in den Weg. Zum Beispiel eine Landschaft. Nehmen wir unser Landschaftobjekt. Das machen wir ziemlich groß. Kann die auch mal abwählen. Das Weltraster stört zurzeit. Und wir wollen jetzt gerne, dass unsere Echse auf dieser Landschaft sich bewegt. Das ist natürlich gerade als Character Animator ziemlich viel Stress, weil man ziemlich viel setzen muss. Aber in C-Motion ist es direkt mit eingebaut. Wir haben also eine geradeaus laufende Echse, gehen dann nach Route und sagen dort unter Oberfläche, dass es eben einen Boden gibt. Holen wir uns die Landschaft und Sie sehen jetzt schon, unser Objekt setzt sich nun hier auf unsere Landschaft und wenn wir jetzt Play drücken, sehen Sie also, wow, kommt uns also diese Echse jetzt auch schön brav hier entgegen. Die bleibt noch im Moment sehr gerade. Damit wir das ändern können, müssen wir den Hub noch anpassen. Das heißt, wir sagen, dass die Hubs angeordnet werden und dann macht die wirklich auch das mit, was wir haben wollen. Das können Sie jetzt mit Ihrem Pfad, wenn Sie wollen, auch wieder kombinieren. Das heißt, Sie können die Pfadanimation nun mit dieser Animation hier mischen. Tolle Sache. Jetzt wollen Sie gegebenenfalls jetzt irgendwo gerne noch einen Effekt erzielen. Sie wollen zum Beispiel, dass die Echse hinkt oder dass sie an irgendeiner Stelle eben mit dem Fuß über ein anderes Objekt hier rüber geht. Auch das wurde mit eingebaut. Das heißt, man kann sich jetzt hier einfach mal eine Stelle suchen und sagen, okay, hier wollen wir was ändern. Dafür gehen wir nach Schritte. Wir können uns alle Schritte hier erzeugen lassen. Das heißt, jeder Schritt, den die Echse nun tut, wird erzeugt. Das machen wir hier. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Sie sehen hier unten einen kleinen Statusbalken. Und damit bekommen wir hier jeden einzelnen Schritt. Die Schritte selber liegen hier in einem Nullobjekt. Hier schön darunter mit kleinen Füßchen. Und diese Schritte sind sozusagen jetzt Ziele, die hier versucht werden mit den IK-Ketten, die hier drin sind, zu erreichen. Und jetzt kann man einfach hingehen, sich eine Stelle suchen, bei der man, wie gesagt, was ändern wollte. Zum Beispiel hier, jetzt sehen wir, uns das mal genau anschauen. Das wäre also der Fußstapfen dieses Schritts. Und jetzt wählen wir uns den einfach aus und bewegen den nun hier hinein. Oder Sie können den auch heben, ja, so damit die Echse eben nun hier einen Schritt über ein Objekt macht, was eben nicht der Boden ist. Und das kann man sich jetzt schön anschauen, das ist Schritt 256. Wenn wir jetzt also hier rausgehen und wieder rein animieren, sehen Sie, im Moment läuft sie unten und dann macht sie einen Schritt eben nach oben über das Ganze nun hinweg. Das heißt, Sie können diese Pfade, die Sie hier angepasst haben, anschließend immer noch wunderbar bearbeiten und die Schrittfolge dieses Objektes noch ändern. Soviel also zur ersten Einführung für C-Motion. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie einfach mal in die Dokumentation. Ich denke, da hat Maxon ganze Arbeit geleistet.